Herzlich willkommen zur nächsten Programming Project in Python-PyGame. Im letzten Video haben wir ja Conway's Game of Life programmiert. Wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, schaut es euch unbedingt an, ist echt ein echt nicer Algorithmus. Heute werden wir aber was anderes machen, und zwar werden wir heute Bäume zeichnen. Dazu starte ich mal das Programm und so sieht das Ganze aus. Wir haben hier einen Baum sozusagen gezeichnet. Das Besondere an diesem Baum ist, dass dieser mathematisch generiert worden ist. Mithilfe von Sinus, Cosinus und so weiter und so fort. Das werdet ihr dann noch erfahren. Und diese Bäume nennen sich in der Informatik Fractal Trees. Und genau diese Bäume werden wir heute programmieren. Übrigens, falls ihr Fractal Trees in Google Bilder mal eingeben solltet und sucht, dann kriegt ihr auch solche Bilder zu sehen. Und genau sowas werden wir auch programmieren. Also hier so ein Fractal Tree oder so einer und so weiter. Also das werdet ihr noch sehen, wie wir das Ganze noch machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das Ganze eigentlich programmiert bzw. generiert? Es gibt zwei Hauptbestandteile eines Fractal Trees. Und zwar ist das erste ein Ast. Das ist sozusagen ein Hauptast. In dem Fall ist es der Baumstamm, aber stell dich einfach vor, das ist einfach der Hauptast. Und sagen wir mal, dass dieser Ast eine Länge von 10 hat. Sagen wir mal 10 Pixel. Und dieser Ast hat zwei weitere Äste, wie hier zu sehen. Die Besonderheit an diesen zwei Ästen ist, wir haben einmal nach rechts und nach links geneigte Äste, die haben beispielsweise einen Winkel von 30 Grad, der rechte natürlich ins Positive, der linke ins Negative. Und diese beiden Äste haben eine Länge, aber nicht von 10, sondern sagen wir mal von, sagen wir 6. Ein entscheidendes Merkmal ist, dass die beiden Äste ausgehend von dem Hauptast immer eine kürzere Länge haben. Also wir haben hier jeweils eine Länge von 6 und der, ja, in Klammern, an Anführungszeichen, Hauptast hat eine Länge von 10. So, jetzt kommt der entscheidende Punkt von einem Fractal Tree, und zwar haben diese zwei gezeichneten Äste jeweils auch weitere Äste. Das bedeutet, die zwei gezeichneten Äste werden auch sozusagen zum Hauptast für zwei weitere gezeichnete Äste. Und die haben auch dann in dem Fall eine kürzere Länge. In dem Fall ist es dann eine Länge von 3. Das bedeutet, wir haben hier einen Hauptast, diese zeichnet zwei weitere Äste und diese beiden gezeichneten Äste werden oder sind auch sozusagen Hauptäste für zwei weitere Hauptäste dann, wie hier zu sehen. Das heißt, wir haben auch dann auch hier wieder einen Hauptast und so weiter. Entscheidendes Merkmal ist auch, dass hier der Winkel immer größer wird. Das heißt, wir haben hier statt 30 Grad haben wir jetzt einen 60 Grad, 90 Grad. Okay, das sind circa sogar vielleicht 100 Grad. Und natürlich auch auf der linken Seite. Wir haben hier zum Beispiel, ja okay, nicht minus 30 Grad, aber sozusagen in die andere Richtung. Also in dem Fall wären es vielleicht 330 Grad. Dann haben wir hier 300 Grad und so weiter und so fort. Programmiertechnisch würde das Ganze so aussehen, dass wir sozusagen einen Ast generieren. Und dieser Ast generiert zwei weitere Äste. Und in der Zeit, wo dieser Ast hier, also dieser Hauptast, zwei weitere Äste generiert, werden pro Ast auch wieder weitere zwei Äste gezeichnet, da ja die gezeichneten Äste gerade eben auch ja Äste sind, die zwei weitere Äste besitzen. Das heißt, es wird sozusagen eine Methode geschrieben, wo die gleiche Methode wieder aufgerufen wird. So, bevor wir natürlich Linien zeichnen können, müssen wir natürlich herausfinden, wie das Ganze eigentlich gemacht wird. In Java, in Python und ich meine sogar zu wissen, C++ ist immer dasselbe oder sogar JavaScript. Wir haben hier einen Screen von 800x800 Pixel und man kann sich das Ganze wie ein Koordinatensystem vorstellen. Also dieser Screen. Je tiefer man geht und je weiter man nach rechts geht, desto höher wird die Pixelzahl. Das heißt, wir haben hier oben links ist der Pixelwert 0,0. Die erste 0, also die rote 0, ist der x-Pixelwert und da wir uns ganz links befinden, ist der Pixelwert natürlich 0. Wenn wir uns dann natürlich ganz rechts befinden oder je weiter wir rechts gehen, desto höher wird der Wert. Und die grüne 0 ist der y-Achsenabschnitt und wir besitzen natürlich ganz oben den Pixelwert 0, da wir uns ganz oben befinden. Je weiter wir nach unten gehen, desto mehr erhöht sich der y-Achsenabschnitt. Pixelwert. Das heißt, wenn wir ganz rechts und ganz nach unten gehen, haben wir dann einen Pixelwert von 800,800. Und hier ist noch der Methodenaufruf von einer Linie, beziehungsweise wie man diese zeichnet, das ist jetzt nur allgemein sozusagen gehalten.
in Python bzw. PyGen müssen wir noch weitere Parameter eingeben. Aber so sieht das Ganze aus. Wir haben eine Start-X und Start-Y und eine Ziel-X und Ziel-Y. Das heißt, wir haben unseren Startpunkt, ziehen die Linien bis zum Zielpunkt. Beispiel, wir haben hier Draw Line 100 mal 100. Das heißt, wir gehen einmal hier, der linke geht nach rechts 100 und der zweite Wert wieder eine 100, gehen wir nach unten eine 100. Das heißt, wir sind hier bei dem Wert. Dann haben wir noch hier die Zielwerte 600 und 400. Das heißt, wir gehen 600 nach rechts und 400 nach unten. 600 müsste dann circa hier sein, weil das ist ja 800. Und 400 ist circa die Hälfte, also hier. Das heißt, unser Zielwert ist hier. Und dieser Weg hier wird dann sozusagen gezeichnet. Das ist unsere Linie. Und genau das werden wir jetzt programmieren. So, das Ganze programmieren wir in PyGame. Das heißt, wir müssen das Ganze erstmal importieren, wie ihr habt. Also import PyGame und sys. So. Als nächstes müssen wir das Ganze initialisieren, beziehungsweise die ganze Bibliothek initialisieren. Das machen wir mit pygame.init. Als nächstes kommt die Game Loop. Das heißt, wir machen einen schönen while true. Nun müssen wir noch die Events abfangen, beziehungsweise wenn wir unser Bild gezeichnet haben, wenn wir auf diesen X-Button klicken, um es zu schließen, müssen wir das Ganze wieder, das Programm schließen, beziehungsweise beenden. Das heißt, wir sagen for event in, dann sagen wir pygame.event.get. So, das heißt, wir kriegen also alle Events, die ausgeführt werden, also sowohl wenn wir mit der Maus klicken oder auf der Tastatur was eingeben und so weiter, das steht dann alles drin. Und jetzt müssen wir nur noch abfragen. If event.type gleich pygame.quit. Sozusagen fragen wir ab, wenn wir das Fenster schließen. Und dann soll pygame quitten. Beziehungsweise wird die ganze Library, die ganzen Module etc. wieder initialisiert. Also die ganze Bibliothek wird sozusagen deaktiviert. Das reicht uns aber nicht. Wir müssen noch das ganze Programm beenden. Das machen wir mit sys.exit. So. Als nächstes können wir jetzt noch die FPS und den Screen zeichnen, beziehungsweise das Fenster generieren lassen. Dazu sagen wir Screen oder sagen wir mal diesmal Bild gleich pygame.display.zmode. Als Übergabeparameter nehmen wir dann die Pixelanzahl. Sagen wir wie vorhin beschrieben die 800x800. Und jetzt noch die FPS. Beziehungsweise die Bildwiederholungsrate, also wie oft das Bild gezeichnet wird in einer Sekunde. Das sagen wir beispielsweise FPS gleich pygame.time.clock. So, jetzt gehen wir noch schön die FPS an. Also sagen wir FPS.tick und dann sagen wir 120 Bilder pro Sekunde. Geht natürlich auch 60 und so weiter, aber in dem Fall nehmen wir mal die 120. Dann können wir das Ganze mal ausführen und sehe da, okay, super, wir haben ein 800x800 Pixel großes Bild und das schließt auch gescheit, beziehungsweise das Programm beendet. Sehr gut. So, als nächstes rufen wir die Methode pygame.draw.line auf. Damit können wir eine Linie zeichnen. Als ersten Übergabeparameter müssen wir das Bild übergeben. Dazu sagen wir einfach Bild. Dann als nächsten Übergabeparameter ein RGB-Wert. Dazu sagen wir 255 für eine weiße Farbe. Als nächstes, wie vorhin erwähnt, dann die Startposition. Dazu sagen wir jetzt mal als Beispiel 100. Und dann noch die Zielposition, sagen wir als Beispiel 200, um zu schauen, ob das Ganze funktioniert. Ganz wichtig ist natürlich auch, das Bild kontinuierlich zu updaten. Bedeutet, wir sagen pygame.display.update. Und dann starten wir mal das Programm. Und seht da, wir haben unsere Linie gezeichnet. Die Linie soll natürlich nicht hier sein, sondern hier ganz unten. Deswegen ändern wir das Ganze mal. Da die Linie sich in der Mitte befindet, müssen wir als Startposition 400 eingeben und als Endposition auch 400 auf der X-Achse. Der entscheidende Punkt ist jetzt die Y-Achse.
Da fangen wir natürlich als Startposition ganz unten an, das heißt wir sagen 800. Und als Endposition gehen wir 100 Pixel nach oben, also 700. Und starten das Programm. Perfekt. Warum 700 Pixel als Endposition? Wir haben hier ein 800x800 großes Fenster. Und wie schon erwähnt, desto tiefer man geht, desto höher wird die Pixelanzahl auf der Y-Achse. Als Startposition haben wir 800 gewählt, das heißt, hier beginnt's. Und als Endposition sagen wir 700. Das heißt, hier ist die Endposition. Somit wird von hier nach da gezeichnet, von unten nach oben. Somit entsteht so die Linie. Als nächstes kommen dann noch die Zweige, die zwei Zweige mit einem Winkel, sagen wir mal von 30 Grad. Und damit wir genau das machen können, brauchen wir jetzt erstmal Mathematik. Und zwar gibt es hier die Kreisgleichung in Normalform. Mithilfe diesen Formeln können wir nämlich mithilfe eines Winkels eine Linie auf dem Kreis hier bestimmen, beziehungsweise mithilfe eines Winkels die Linie hier rotieren lassen. Und genau diese Formel können wir nämlich auch auf unser Problem anwenden. Hier gezeigt ist der Fractal Tree nur mit jeweils einem Ast, und zwar der in die rechte Richtung. Und genau diese Rotation können wir auch in diesen Kreis einsetzen, beziehungsweise in die Formel. Das heißt, wir möchten hier diese Linie haben und diese möchten wir sozusagen nach rechts rotieren lassen, wie hier gezeigt. Das Einzige, was sich eigentlich nur ändert, ist jeweils die Start- und die Zielposition, aber allgemein die Mathematik hier, Cosinus 30 Grad und so weiter, das ist ja jeweils der Winkel, das bleibt eigentlich jeweils immer gleich. Und so können wir dann das Ganze dann auch rotieren lassen, beziehungsweise auch beispielsweise einen Kreis zeichnen. Aber das wollen wir natürlich nicht machen. Das wäre ganz hilfreich in anderen Thematiken. Aber in diesem Fall möchten wir nur eine Linie rotieren lassen. Und so können wir das Ganze machen. Also wir setzen hier zum Beispiel die blaue Linie ein, möchten rotieren, geben das Ganze in die Formel ein und dann können wir das jeweils rotieren lassen. Als nächstes wäre dann die rote Linie dran und die können wir dann auch rotieren lassen, zur gelben Linie sozusagen und so weiter und so fort. Und genau das werden wir jetzt anwenden. Okay, jetzt mal angenommen, wir möchten die rote Linie zeichnen. So, hier sind nochmal alle Formeln aufgeschrieben, die wir brauchen. Als erstes definieren wir das R, beziehungsweise wir müssen das Ganze erstmal berechnen. Und unser Ziel ist ja, dass sich die Linie nicht nur rotiert, sondern sich ja das Ganze erhöht, beziehungsweise sich verschiebt. Deswegen müssen wir hier eine Länge draufrechnen. Und die Länge können wir zum Beispiel statt 10 oder 100 Pixel, sagen wir dann nur 60 Pixel. Ziel X berechnet sich in dem Fall dann als Zielvariable, und zwar die hier. Das ist ja unsere Startposition von unserer zweiten Linie, weil es ja unser Endpunkt ist von unserer ersten Linie. Und da rechnen wir einfach 100 Pixel drauf, oder in dem Fall 60 Pixel. Also sagen wir R gleich, Klammer auf, Klammer zu, 400. Plus, in dem Fall die Länge, 60 Pixel. So, jetzt kommt minus Start X und die Startposition ist ja hier dieser Endpunkt, also 400. Dann wieder 400. So. So, das Ganze müssen wir quadrieren, also potenzieren mit 2. Deswegen sagen wir math.pow. Das ist eine Methode, womit wir das Ganze ja quadrieren können. Und womit wir das Ganze quadrieren möchten, ist natürlich mit 2. Also potenzieren mit 2. Somit gebe ich hier als Übergabeparameter 2 hinzu. So. Als nächstes müssen wir das Ganze addieren. Und nun kommt die Y-Achse. Die geht genau gleich. Dazu sagen wir Ziel Y. Also unser Ziel ist natürlich, das Ganze zu erhöhen. Also die Länge addieren wir drauf auf die 700. Also sagen wir 700 plus 60. Und das Ganze dann natürlich noch minus Start Y, also minus 700. Das Ganze natürlich potenzieren mit 2 und sagen dann math.pow. So, jetzt haben wir das Ganze berechnet. Jetzt müssen wir nur noch die Wurzel ziehen, weil hier haben wir noch ein R2 und das haben wir nicht gemacht. Deswegen sagen wir R gleich math.sqrt auf. Die sqrt zieht sozusagen die Wurzel von der übergebenen Zahl. Und als Übergabeparameter nehmen wir die R, weil wir das Ganze natürlich, naja, wir möchten ja von R die Wurzel ziehen, also dieses Quadrat hier rausbekommen. Somit sagen wir, wir möchten gerne die Wurzel ziehen von R und bekommen dann R raus. Und jetzt können wir X und Y berechnen. Das heißt, wir sagen new X gleich R mal, dann sagen wir nämlich math.cosinus, da rufen wir nämlich die Cosinus-Funktion auf. Ganz wichtig, hier wird die Bogenlänge berechnet.
Wir brauchen aber nicht die Bogenlänge, sondern wir übergeben ja eine Gradzahl, somit müssen wir in Radiant rechnen. Das heißt, wir müssen da nochmal umrechnen. Dazu rufen wir die Methode Mapfunk Radians auf. Und nun können wir den Winkel übergeben. 30 Grad in dem Fall. Und dann noch die Start X hinzufügen. Start X ist in dem Fall hier die 400. So, das Ganze machen wir noch für Y. Das ist genau dasselbe. R mal Mav.Sinus Mav.Radians 30 plus, in dem Fall waren es die 700. So, jetzt haben wir die ganzen Werte. Jetzt können wir mal die Linie zeichnen. Pygame.draw.line. Das übliche Bild. Dann noch den RGB-Wert. So, und jetzt kommt die Startposition. Die Startposition ist ja, wie erwähnt, die Linie hier. Also der Anfangsbaumstamm, der Anfangszweig ist ja hier von dem Zielpunkt der Anfangspunkt. Also sozusagen übergeben wir das hier als Anfangspunkt. Und als Zielpunkt die neu berechneten Werte. New X, nicht Y, sondern New X, New Y. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Und wir sehen, okay, er fängt hier an, aber er geht hier in die Richtung. Warum ist das Ganze so? Wie man hier sehen kann, die Linie wurde zwar rotiert, aber irgendwie komisch, und zwar in die Richtung irgendwie. Also ziemlich stark ist sie rotiert statt in die Richtung. In die Richtung, warum? Weil das Ganze nämlich hier beginnt. Es wurde sozusagen von hier aus, diese Linie wurde hier genommen und darauf wurden die 30 Grad sozusagen drauf addiert. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel einen niedrigen Winkel nehmen, zum Beispiel 300, dann sehen wir, aha, das sieht um einiges besser aus. Nehmen wir mal 330. Genau, das sieht schon um einiges besser aus. Das heißt, wir müssen abhängig von dieser Linie nochmal 30 Winkel Grad dazu rechnen und nicht einfach komplett statisch übergeben. Das Ganze machen wir in der Funktion. Dazu sagen wir def, erstellen Baumzweig oder wie sowas. Oder sagen wir einfach mal def Zweige. So. Jetzt der folgende Punkt. Was brauchen wir für Übergabeparameter? Wir brauchen ein Start X natürlich und ein Start Y. Dann wäre natürlich noch hilfreich, die Länge zu begeben. Deswegen sagen wir Länge, Länge und der Winkel. Beziehungsweise der Startwinkel. Wir möchten ja natürlich nicht, dass der, wir möchten natürlich nicht, dass das Ganze hier beginnt zu zeichnen, sondern dass das hier so schön gerade anfängt. Deswegen sagen wir, machen wir einen Startwinkel. Und wir übergeben noch den Winkel, womit wir den Startwinkel oder ja den übergebenen Winkel sozusagen addieren möchten. Also um wie viel Grad wir das Ganze rotieren möchten. Also sagen wir Rotationswinkel. So, und jetzt können wir es mal anfangen zu berechnen. Dazu kopieren wir uns einfach ganz easy die Methode. So, hier haben wir R, dies, das, jenes. So, jetzt der springende Punkt, wir haben Ziel X minus Start X. Ziel X ist 400 plus natürlich die Länge. Und ganz wichtig, wir haben hier Ziel X. Und Ziel X ist natürlich Start X plus die Länge. Start X plus die Länge. So. Das Ganze minus 400, das ist dann auch wieder die Start X. Beziehungsweise hier, genau, minus Start X. Quadrieren, genau, und das gleiche machen wir auch hier. Das heißt, statt Start X machen wir Start Y. Oder wir kopieren das einfach ganz easy. So. Mav.pow nicht vergessen und statt X machen wir statt Y. Okay.
So, jetzt kommen die New X und New Y. Und da ist natürlich wichtig, wir haben hier einen Startwinkel. Das bedeutet, wir sagen hier Startwinkel plus dann den Rotationswinkel. Das Ganze machen wir auch hier in dem Fall. Und übergeben noch die Formelwerte, also hier die Start X und Start Y. Das heißt, wir machen das Ganze auch hier, Start Y. Das heißt, wir machen hier Start X und Start Y. So, jetzt haben wir das Ganze eingegeben und jetzt können wir schon zeichnen. Das heißt, wir sagen hier, so, pygame.showline. So, dann noch hier Start X und Start Y. Können dann das Ganze hier löschen bzw. einfach hier auskommentieren und rufen die Methode Zweige auf. Start X ist 400, Start Y ist, wie ihr habt, 800. Die Länge sagen wir, machen wir 100 Pixel. Startwinkel sagen wir mal, fangen wir mal bei 0 an, schauen wir mal, wie es dann aussieht. Und Rotationswinkel machen wir 30 Grad. Und schauen, was passiert. So, es passiert nichts. Warum? Wir haben hier den Startwinkel von 0 angegeben. Das heißt, es wird sozusagen nicht hier gezeichnet, beziehungsweise es wird hier die waagerechte Linie sozusagen genommen, bildlich gesprochen, und nach 30 Grad runter rotiert. Das bedeutet, wir müssen jetzt einen anderen Startwinkel geben, beispielsweise 270. Und dann sehen wir, ah, okay, perfekt. Aber das ist natürlich nicht gerade. Sagen wir noch 240. Perfekt. Okay. Wir haben unseren Ast gezeichnet. Mit der Länge jetzt in dem Fall 10. Und dieser Ast hat jeweils auch weitere Äste. Und die haben auch eine Länge, aber in dem Fall eine kürzere. In dem Fall ist es die 6. Und diese haben jeweils auch weitere Äste und so weiter. Und es geht dann immer so weit und immer so weit. Das heißt, es geht wirklich in Unendlichkeit. Am besten wäre es, wenn wir einfach die Methode, die wir hier gerade geschrieben haben, einfach nochmal aufrufen. Dadurch werden neue Äste gezeichnet. Und die gezeichneten Äste machen auch neue Äste und so weiter. Es geht wirklich ins Unendliche. Das heißt, wir sagen, statt X, statt Y ist dann dieses New X und New Y als Startposition. Machen wir das Ganze mal. New X und New Y. Als nächstes kommt die Länge und Länge müssen wir immer verkleinern. Deswegen, wir sagen zum Beispiel Länge, können wir zum Beispiel sagen, so, keine Ahnung, minus 10 oder so. Aber am besten wäre es, wenn wir das Ganze immer pro weiteren Zweig um zwei Drittel verkleinern beispielsweise. Deswegen sagen wir zum Beispiel mal 0,76. Okay, der Startwinkel ist jetzt der entscheidende Punkt, weil das ist ja der Startwinkel, womit dann auch begonnen wird, also zu rotieren. Der Rotationswinkel bleibt gleich, nur 30 Grad, aber Startwinkel ist der entscheidende Punkt. Und zu diesem Startwinkel addieren wir jetzt die 30 Rotationswinkel, beziehungsweise die 30 Grad. Das heißt, wir sagen Rotationswinkel und dann noch den Rotationswinkel. So. Wenn wir das ausführen, dann crasht unser Programm. Warum? Naja, Maximum Recursion Dev. Die Methode Zweige wird aufgerufen, zeichnet, berechnet und so weiter und dann wird nochmal ein Zweig oder beziehungsweise die Zweige-Methode wird nochmal aufgerufen und nochmal und nochmal und nochmal und es geht wirklich ins Unendliche. Wir müssen hier eine Bedingung schaffen, damit die nicht wieder aufgerufen wird, irgendwann mal. Und da wir hier die Länge jeweils immer verkleinern, sagen wir einfach Länge, sagen wir Länge kleiner als, größer als 10. Das heißt, wenn die Länge kleiner oder gleich 10 ist, wird sie nicht mehr aufgerufen. Die Methode Zweige. Führen wir das Ganze mal aus und sehen, perfekt. Okay, wir haben hier das hier schon gezeichnet, aber irgendwie, ne, da fehlt ja noch die linke Seite. Und das ist ja der entsprechende Punkt. Das heißt, wir müssen hier nicht nur das in die rechte Seite schreiben. Wir haben jetzt hier in die rechte Seite geschrieben. Das ist rechts oder genau der rechte Ast. Sondern wir müssen auch in die linke Seite das Ganze machen. Und das ist eigentlich ganz einfach, indem wir sagen Zweige. Statt in die rechte Richtung zu rotieren, rotieren wir in die linke Richtung. Das heißt, statt
Standwinkel plus Rotationswinkel, sagen wir minus Rotationswinkel. Und dann sehen wir, perfekt, wir haben hier einen schönen Baum gezeichnet. Das Ganze können wir noch ein bisschen verkleinern, sagen wir kleiner als 1. Und dann sieht es schon echt heftig aus. Wir können jetzt auch mal die Länge auch mal vielleicht ein bisschen vergrößern. Indem wir sagen, hey, wir möchten eine Länge von 150. Und dann sieht es schon echt mega schön aus. Jetzt die Frage, was passiert, wenn ich den Rotationswinkel ändere? Wenn wir beispielsweise den Rotationswinkel um 20 subtrahieren, sieht das Ganze schon so aus. Warum? Weil die Linien werden ja immer eng beieinander, weil der Rotationswinkel so gering ist. Wir können das Ganze auch mal erhöhen auf 50. Dann sieht das Ganze schon so aus. Was wir auch machen können ist, wir sagen nicht nur, lassen wir das Ganze mal auf 30, sondern wir sagen auch, wir möchten diesen Rotationswinkel einfach, zum Beispiel sagen wir, statt Startwinkel, sagen wir einfach plus 0. Und dann kommt so ein Gebilde zustande. Also wirklich, man kann sehr, sehr viel damit machen. Sehr coole Sachen. Man kann auch hier die Länge, den Rotationswinkel einfach auch zufällig generieren lassen. Können wir mal machen. Dann sagen wir nämlich Import Random. Sagen wir nämlich random.randint. Wir möchten gerne von 0 bis, sagen wir, 50 einen Wert erhalten. Und das Ganze machen wir auch hier. Dann sieht das Ganze schon so aus. Also echt cool, was man hier so machen kann. Mit so einfachen mathematischen Formeln so einen schönen Baum zeichnen kann. Und das war's mit Fractal Trees. Falls ihr Vorschläge habt für neue Programming Projects in Python-Pygame, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und in dem Fall sehen wir uns beim nächsten Programming Project in Python.